Hallihallo und herzlich willkommen. Hallihallo und herzlich willkommen. Zu dem letzten, oder? Letzten? Ja, es Viertelfinalspiel. Das heißt, schon halb. Nee, nicht Viertel, sondern Achtel. Nee. Achtelfinale. Nee, Viertelfinale. Doch, also doch, letztes Viertelfinale. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, nee, Viertelfinale, stimmt. Zum letzten Viertelfinale spielen. Letztes Viertelfinale, ja, Noah hat jetzt. Noah ist jetzt nämlich, nach meiner Offensive Übergang einen echten WM-Ball in dich rein zu tun, pünktlich zum WM-Start. Hat nur gedacht, komm, da sind wir so frei und mach mal einen WM-Ball rein. Okay? Ja, allerdings. Hat sich immer gedacht, komm ey, wenn komm, einmal WM ja ist, nicht, gell, wenn dann immer WM mal ist. Lukaku nicht drin. Lukaku, best gestern. Musste mich aufregen drüber, liebe Zuschauer, musste ich mich einfach aufregen. Gestern hat ja USA gegen Belgien, USA mein kleiner Geheimfavorit. Leider Belgien mit dem stärksten Spiel erwischt haben. Also bis aufs stärkste Belgien-Spiel noch ganz mehr auf jeden Fall. Und wie ich es immer gesagt habe, wieso spielt der Lukaku nicht von Anfang an? Lukaku ist der beste Belgier. Und was macht Lukaku? Schießt 1-0, passt 1-0, schießt 2-0. Wäre da draußen gewesen, hätte USA 1-0 gewonnen. Ganz einfach. So, Noah, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ja. Du kannst schon mal anfangen, über die beiden Mannschaften zu lästern. Immer dieses Gläster. Gut, fangen wir bei den Spielen an, wo weniger Gläster ist. So, Belgien gegen USA. Ha? Ich wusste persönlich Sachen, ich habe Belgien gegen USA erst spät gesehen. Beziehungsweise habe ich die erste Hälfte angefangen, dann fand ich es irgendwie langweilig und dann war doch spannend. Ja, am Anfang nicht so, und dann habe ich aber gedacht, egal, guckst du irgendwas anderes. Und dann halt wieder kurz vor der Verlängerung eingeschalten. Man hat ja gemerkt, Belgien, Chancenverwertung sau stark. Also eine Mannschaft, die mehr Chancen verwertet als Belgien, gibt's nicht. Ja, die haben erst 90 Minuten 32 Schüsse aufs Tor gehabt. Ja. Davon ganze Null getroffen. Ich muss sagen, der USA-Torwart, saustark Howard, den finde ich mega sympathisch. Ja, der Howard war echt kein schlechter Torwart, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat wie der Klinsmann gesagt hat, einer der besten 5 Torhüter auf der Welt. Ja, ich frag, worauf ich lache. Musste mich an die Situation erinnern, als Oli Kahn das nochmal wiederholt hat. Oli Kahn ist immer sehr amüsant, muss man mal sagen. Was hat Oli Kahn dazu nochmal gesagt? So. 10 vielleicht. Ja, der Klinsmann. Wenn der das sagt, das geht, irgendwas hat er gesagt. Ja. Ich hab gehört, Oli Kahn hat auch mal zugebissen. Nicht nur Luis Suarez. Was war denn das, Mirala? Egal, auf jeden Fall. Belgien, nach den ersten 90 Minuten hätten wir sagen können, klar, hätte Belgien weiterkommen müssen. Ja, das stimmt. Haben einfach stärker gespielt, ist halt so, machst du nichts. USA war aber auch nicht schlecht, also die waren nicht so, dass sie gesagt haben. Nee, haben nicht schlecht gespielt, aber gegen Belgien einfach unterlegen gewesen. Ey, ja. Das kann nicht sein, ey, dieses, glaubst gar nicht, wie ich mein B-Mescher, ey, und scheiß Pressing zu machen. Hä? Ich bin doch immer nur mit Tastatur anwerfen. Ja, guck doch mal, ich lauf hier neben. Nee, deswegen. Die Tastatur. Ja, Pressing, 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 nichts passiert. Pressing, Pressing, nichts passiert. Und dann schießt er. Erzähl weiter. Ersten 90 Minuten hätte Belgien klar gewinnen müssen. Also dann die nächste Viertelstunde der Verlängerung. Auch ganz klar hat ja Belgien die 2 Tore geschossen. Ja, haben sie nicht schlecht gemacht. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben. Ob das Novo gut gemacht hat. Ich hab noch gar nicht auf den Ball geachtet, wenn ich ehrlich bin. Oh, dort Pressing, ey. Pressing! Der Ball sieht auch wunderbar aus.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich muss dann sagen, das was ich gesehen habe von Bacon, dachte ich mir, alles klar, sind halt weiter, Und hätte jetzt man nach Messi. dem Spiel sicherlich auch denken können. Messi, er geht in Richtung Strafraum. So, Oh. dann aber in der zweiten Hälfte der Verlängerung hat sich USA gedacht, na Lukaku. komm, machen wir jetzt noch mal was. Und auch richtig, richtig gut gespielt. Oh. Das war Hui. Pressing. Und dann ist auf Station bei Marcos Rojo. Der USA hat Das es war Pressing. trotz Uff. trotz 2-0 in der ersten Verlängerungshälfte Das war nicht nicht schlecht, aber gedacht, das die muss auch kommen. Man optimal musste sein. sagen, Genau US das Bacon war sagen besser, dann schießen sie zwei Tore und dann jemand bei Nigeria, als was gesehen hat. Oder da, viele Mannschaften sagen, sind dann schon in der Kabine wieder. Mit dem Kopf. Das stimmt, genau wie es Algerien damals ge Der Ball ist drin. gewesen ist. Obwohl die dann auch noch ein Tor geschossen haben, aber wer hätte das gedacht? Gegen Lukaku. eine Mannschaft wie Deutschland, Alter. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Uff. Au. Der geht nicht rein. Ja. Was kann man sagen? Ich fand ja den Bradley, hieß ja Und so, in der ja, der mit der Mitte kriegt er Glatze. seine Jungs. Ja, der mit der. Der mit der Glatze halt. Ein Kopfball. Alter. Wieso? Und nochmal. Den fand ich ja total Das cool. war knapp. Gut Ich gemacht. würde das nicht sagen, aber ich finde, der sieht irgendwie aus wie der Quaffort Außer ein bisschen an der im Gesicht. Eckfahne. Als ich Echt? den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja der Quaffort, nur ohne Bart. Maxi Ja, konnte ich Rodriguez. jetzt nicht beurteilen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber. Messi. Oh, Und dann Messi. geht er ab durch die Mitte. Ja, erzähl weiter, du. Ja, was soll man Jetzt zu wird dem er Spiel dann noch flanken. großartig sagen? Bacon dann Hat halt sie Chance gewonnen. zu flanken? Er Zwischen... trifft ihn per Kopf. Oh, Oh. der Kopfball. Hat den Ball nicht richtig Zwischenzeitlich kontrolliert. verdient, am Ende Seine auch Stärke, das ist noch Bremen. Und dann verdient die gewesen. Flanke von der Nein, Torlinie USA auch in 90. den 16 Minute Meter plus Raum. nochmal eine Chance Damit gehabt. sorgt er Dr. wieder Jones war das. dafür Gefahr. Die hätte auch reingehen Ja. können, das war ja für Förderraum Oh. drüber geschossen. Ja, Das ist ja... erstmal, das muss ich sagen, ich war mega enttäuscht von USA. Also auch vom Schiedsrichter. Das eine Ding, Ganz was der stark, abseits wie er gepfiffen da den wurde, gell, Passweg wo er erkennt von 1 und Meter sich Entfernung gestellt hat. über ein Torraum geschossen hat, natürlich erstmal enttäuscht davon, dass Weiter Einwechselspieler geht's mit einem in der 1-0. entscheidendsten Szene, wo es ist, ich glaube, hätten sie nicht 1-0 schießen können oder das 2-2. Das Ich weiß es gar 1-0 nicht. hätten sie schießen Ja, können. gell, Das also war auf jeden Fall. 90. Minute. Stimmt, das war in der 90. Die hätten, stimmt, das war Maxi ja. Die Rodriguez. hätten den Sieg, die hätten einfach locker weiterkommen können damit. Dann schießt der Einwechselspieler Und von jetzt 5 Meter Messi. rum drüber. Und das Schlimme, was Was ich kann eigentlich man besser dann lösen? da sagen muss, die haben abseits gepfiffen, obwohl er Dreht lange alleine. nicht im Abseits stand. Und deswegen wäre das ein Ein Tor guter gewesen, Lauf. hätten die Körper somit hingezogen von USA Campagnaro. weiterkommen verwehrt, wie man gesehen hat. Ja, aber der hat doch nicht getroffen. Und der Pfiff Der kam doch aber. erst nachher. Ich meine, Ja, der aber. hat sicherlich nicht mit Absicht drüber geschossen, weil es abseits war, sondern der hat einfach noch nicht getroffen. Torwart ist da. Nee, der hat doch nicht Deswegen. getroffen, aber ich meine ja trotzdem, ich meine das ja nur. Der hat, Hätte also, er das Ding unangebracht. reingemacht, wäre es natürlich ärgerlich gewesen. Aber es ist ja nicht die Ist erste natürlich clever. Fehlentscheidung der FIFA. Die Abwehr Da, macht nicht der hier echt FIFA, einen der Coup. Jurys. Von daher. Deswegen ist es ja zwei traurige Messi. Dinge. Erstens, dass er von 1 Meter entfernt drüber schießt. Nee, den verliert er Und die an zweite, der dass es halt Mark. abseits gewesen wäre, wenn er getroffen hätte. Oh, Messi geht doch Schon ran. wieder. Übrigens, ach so, ja. Sie waren ja noch gar nicht bei Argentinien. Diawara. So, dann Argentinien. Wir haben uns ja schon zu häufig über Argentinien aufgeregt. Das Spiel gegen die Schweiz. Und da ist der Ballverlust. Man muss ja ehrlich Und sagen, Alleingang. die Schweiz Oh. war natürlich Jetzt müssen sie sich neu in der orientieren. ersten Hälfte ganz klar besser. Das kostet Kraft. Oh! Uff. So knapp. In der zweiten Hälfte Okay, natürlich ganz die knapp wäre jetzt Argentinier nicht besser. geworden. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber das Aber Abseits dann hätte das man nicht 1-0 in unbedingt der hingehen. Das ist nicht verständlich. 125. Minute gefühlt. Das ist auch, ne, 119. Da war das, glaube ich. Das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, ey Argentinien, wie könnt ihr nur so verdammt viel Glück haben? Das war gegen wen war das? Und der Keeper holt sich den Als sie Ball. das 1-0 geschossen hatten in der 90. plus Nachspielzeit. Weiß nicht, war Bayern ja schon das zweite Mal. München halt früher, Bayern München. Bayern München hat früher auch Und immer jetzt noch immer letzte Minute das Hofmann. Siegtor geschossen. Messi schießt. Und Deswegen, also ich jetzt geht finde Argentinien Argentinien weiter für zum mich, Tor. dass die Das war ein
die 9 Punkte haben, war nicht Können, für meiner Ansicht nach, sondern viel Glück. Was ist jetzt? Achso. Hey, was? Was war denn jetzt? Ich hab Freistoß. Sie werden alles tun, um diese Chance zu vereiteln, ganz klar. Ja, deswegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Freistöße mit dem Vollspann sind berühmt und. Argentinien für mich die 9 Punkte damals nicht verdient gehabt, absolut gar nicht. Das war's. Und das Spiel gestern gegen die Schweiz. Also für euch schon länger her sicherlich. Auch nicht verdient, der Sieg. Beziehungsweise, dass sie das das Tor noch schießen. Ich meine, das war jetzt kein Superschuss, dass sie den nicht gehalten hat. Das kann man verkraften nach 119 Minuten Spielzeit. Beziehungsweise, wenn man die Verlängerung mitzählt, schon 125 oder so. Muss auch sagen, es war generell auch kein Spiel, was sich die Mannschaften brüsten können. Nee, absolut nicht. Ich finde, für die Schweiz ist es so eine Sache, die stehen im Achtelfinale mehr oder weniger zum ersten Mal und spielen gegen so eine Mannschaft wie Argentinien mit solchen Spielern wie Messi. Ja, bis jetzt auch keine super starke WM gezeigt haben. Eben drum, das ist ja das. Die hätten es schaffen können und die haben auch nicht schlecht gespielt, die Schweizer. Und dass der in der 120. Minute der Zumaili oder wie er hieß, vor Pfosten schießt und der den nochmal vors Knie kriegt und der ans Ausgeht, das war natürlich auch sehr unglücklich. Bei Deutschland wäre der reingegangen. Ja, das stimmt. Der Torwart, das macht der Sinn. Ich dachte jetzt ernsthaft, der geht rein. Maxi Ja, deswegen für mich Argentinien gar nicht so verdient weiter. Weniger verdient als Niederlande und Deutschland. Aber naja. Was willst du machen, die Argentinier? Ich glaube, das dritte Spiel, was sie durch Glück gewonnen haben. Nee, der Ball ist weg. Ja. Was willst du da machen, gell? Ja. Also Argentinier, also wir haben uns ja schon öfters mal über Deutschland beschwert, wie viel Glück die eigentlich haben. Aber Argentinien auch so eine Mannschaft. Ja. Naja. Wenn man so viel Glück haben kann, fragst du dich auch. Du würdest normalerweise sagen, so viel Glück hab nur ich im PS. Ja. Oder so viel Pech hat nur eine US-Abwehr in PS. Beispiel. Ja, von daher, wie gesagt, das waren die zwei Spiele. Mir gestern die Zusammenfassung nochmal angeguckt, weil ich Schweiz, wie gesagt, auch nicht ganz gesehen habe. Ich habe nur gehört, die sollen in der ersten Halbzeit echt gut gewesen sein. In der zweiten nicht mehr so gut. Und dann das Tor gesehen und mir gedacht, das ist doch klar. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe das geguckt. Und es stand zur 115. Minute 0-0 und dann dachte ich mir, genau bei dem Angriff, als das Tor gefallen ist, ja, es ist Zeit, dass Argentinien jetzt durch Glück noch ein Tor macht. Und dann kam das Tor und ich dachte mir, ja, das war ja eigentlich abzusehen. Das stimmt. Somit, ja, jetzt Argentinien gegen Belgien im Viertelfinale. Und wenn man ehrlich ist, mit der belgischen Chancenverwertung, ey, ich drück auf passen und der nimmt's einfach nicht an. Muss leider so richtig sagen, ich kann es so richtig sehen, Deutschland hat doch den einzigen Gegner jetzt erwischt, der irgendwie, finde ich, na gut, Holland ist noch gut, stimmt, Holland. Ja, Holland ist auch nicht gut. Kann ich sagen, Brasilien ist gut, das ist halt der Heimvorteil, das muss man ganz klar sagen. Brasilien ist nicht gut, Holland ist nicht gut, Kolumbien ist gut und Frankreich ist gut für mich. Genau. Das sind die einzigen, die wirklich gut sind. Costa Rica hat absolute Grütze zusammengespielt.
Die haben aber meiner Ansicht nach auch relativ viel Grütze gegen Italien gespielt und das gewonnen. Das ist alles so Grütze, die sich durchzusetzen scheinen. Ja. Argentinien spielt Grütze, Belgien hat bis jetzt viel Grütze gespielt, bis auf das eine Spiel gegen USA und da haben sie halt nichts getroffen. Also so richtig, wenn Deutschland, wie gesagt, wie Novo schon gesagt, für das Finale, so richtig, wenn die jetzt weiterkommen, gibt es vielleicht nur noch Holland, die aber auch... Oder halt, wie gesagt, Kolumbien. Oh, Kolumbien, stimmt, Kolumbien. Die vergesse ich immer wieder. Kolumbien bisher, auch von Olli Kahns Meinung her, das beste Team der WM, mehr oder weniger. Er meinte, das sind die einzigen, die souverän ihr Achtelfinale gespielt haben. Echt? Genau. Wenn es Olli Kahn sagt. Ja, also Olli Kahn sagt, dann stimmt das auch. Kann nicht sein. Der Pass, ey. Der Pass. Argentinien. Gut gemacht, gut abgefangen. Ja, von daher, also zur jetzigen Sicht muss ich sagen, gönne ich den WM-Titel Frankreich oder Kolumbien. Oh, der Pass, ey, was ist denn, wenn ich links oben drücke? Ich am meisten bis jetzt Kolumbien. Ja, den beiden Mannschaften. Frankreich natürlich gegen Nigeria, auch letzte Sekunde Tor geschossen. Nicht schlecht gewesen im Spiel, aber halt nicht so überragend wie Kolumbien gewesen ist. Weiß gar nicht, wen Kolumbien als Gegner hatte. Uruguay. Ja, ja gut. Uruguay ist nicht schlecht. Uruguay ist nicht schlecht, aber ohne Luis Suarez fehlt halt was, gell? Der arme Messi. Gute Schussposition. Und jetzt Messi. Oh! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir sind hier bei Argentinien. Argentinien halt. Kann man nicht anders sagen. Übrigens wollten wir nur noch mal erwähnt haben, gell? Ich will nicht wieder Elfmeter schießen, du weißt, dass es unfair ist, das ist kein richtiges, wie letztes Spiel, es ist kein richtiges Orakel dann mehr, weil ich einfach Elfmeter schießen nicht kann. Ja, guck mal, wo der Messi hinschießt, von 2 cm entfernt. Wollte ich noch was zu sagen. Aber jetzt sieht man noch mal einen schönen Ball kurz, gut, reicht. Ja, ein wunderschöner Ball. Ja, man muss übrigens mal sagen, wir sind ja mittlerweile Orakel-Profis geworden, auch wenn es am Anfang nicht so aussah. Ja. Aber man hat ja gesehen, Deutschland gegen USA war richtig Orakel, Deutschland gegen Algerien war halbwegs richtig Orakel, also Ergebnis hat gestimmt, nur bei uns war es halt nicht in der Verlängerung, sondern im Hauptspiel. Das kann man natürlich alles gar nicht so genau orakeln. Ja, was wollte ich sagen? Ey! Nichts. Wenn das nicht rot gibt, dann ist es auch nicht. Außerdem, vorher schon Vorrunde USA gegen Belgien, dass die im Achtelfinale gegeneinander spielen, richtig orakelt. Ja. Damit haben wir dieses Spiel ja in der TTV-WM gespielt und in der richtigen WM, wie ihr ja gesehen habt. Wenn es Verlängerung gibt, muss es einmal. Wir haben beides nicht gewagt, beides mal Belgien gewonnen. Ja, beides mal Belgien gewonnen. Einmal im Elfmeterschießen und einmal im normalen Spiel. Somit wäre die Mitte in der Verlängerung zu gewinnen, haben sie gestern gemacht. Genau geklappt, ey. Genau geklappt. Ja, muss aber sagen, geht voran mit dem Orakel. Ich meine, bei uns schießen die Argentinier auch in den letzten Minuten ein Tor. Das kann doch nicht sein! Dieses scheiß Pressing, wie es nicht funktioniert. Es ist so traurig. Urichi. Urichi übrigens gestern auch gut gewesen. Ach du Scheiße. In der letzten Minute. Hätte ich mal meinen Spieler ausgewechselt, dass da der neue reinkommt, hätte ich jetzt nicht die 10 gespielt. Wären doch nicht nur 3 in der Verteidigung gewesen, sondern 4. Das war ein Verteidiger von dir. Nee, Mittelfeld, glaube ich. Ja, Mittelfeld. Ich glaube, definitiv ist Mittelfeld sogar. Guck mal den schönen WM-Ball an, den Noah eingefügt hat. Ja. Extra für euch. Extra für euch. Ja, gut, von daher.
Weißt du, wir erzählt haben, dass wir Orakel-Profis sind. Außerdem wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Das ist der nächste verletzt. Nichts, das war doch nichts. Was ist denn der verletzt? Weil es Messi ist. Das ist wie Robben. Bitte ich den Ball mal an nochmal, liebe Zuschauer. Soft, der wird jetzt keine Sonnenschweine spielen. Oh, nee. Doch, doch, doch. Ja. Ich überlege gerade, was ich jetzt am dümmsten mache. Aufholzen. 2-1 Risiko. Was da? Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Oh! Gewonnen! Jetzt schießt doch! Ich glaube, eine B-Taste ist kaputt. Nee, ich. Bacon von 11 Chancen wieder 2 verwertet, geht man nicht anders. Ja, Argentinien in der letzten Minute nochmal ein Tor geschossen gehabt, kennt man nicht anders. Das stimmt, aber Bacon hat da eins nachgesetzt. Ich hoffe natürlich, muss sagen, dass es echt auch so stehen wird. Ja. Ja, eigentlich schon. Übrigens, was du das sagen wollte, am Ende von diesem Let's Play. Wenn uns irgendeiner in die Kommentare schreibt, ihr seid scheiße, weil ihr kein FIFA spielt, wir haben es schon drunter geschrieben, dann wisst ihr jetzt auch, warum wir kein FIFA spielen, weil solche Leute will man nicht als Abonnent haben. Du, ohne Spaß. Du wolltest nicht mal auf die FIFA, wollt nicht mal auf die FIFA-Fans eingehen, weil wir brauchen keine Abonnenten, die uns vollflamen, uns sagen, was wir zu spielen haben. Erstens das, erstens mal spielen wir das, worauf wir Lust haben. Auch wenn wir jetzt in der Abonnentenzahl nicht die größten sind. Trotzdem deswegen zeigen wir das, was wir wollen. Dann sind wir nicht scheiße, weil wir kein FIFA spielen. Sondern wenn wären wir scheiße, weil wir scheiße sind. Richtig. Von daher, liebe Leute, liebe FIFA-Fans. Wenn ihr lieber FIFA guckt als PS und uns guckt, weil ihr uns mögt, dann ist das schön und gut. Aber wenn ihr uns auf unsere Videos klickt, um uns zu flamen, weil wir FIFA spielen sollen, dann geht uns das eher am Arsch vorbei. Dann geht uns das eher am Arsch vorbei. Wenn ihr FIFA sehen wollt und echt Fans seid, dann tut es leid. Könnt ihr zwar in die Kommentare schreiben, wenn natürlich alle unsere Abonnenten plötzlich in die Kommentare schreiben, sie würden aus ernsthaften Zeugen FIFA mal sehen oder nur noch mal hier FIFA Online spielen. Ja. Wenn es unbedingt mega gefordert wird. Wenn das natürlich von irgendwelchen Leuten ankommt und sagt, ihr seid Assis, spielt paar. Sonst kriegt er kein Abo, dann sagen wir natürlich genau das gegen FIFA. Ja, das nur noch mal zum Ende. Zu eurer kompetenten Meinungsäußerung, beziehungsweise von dem einen. Deine Äußerungen waren echt der absolute Wahnsinn. Ja. Wollte man nur mal damit noch mal gesagt haben. Wir müssen euch jetzt immer wieder in Gedächtnis rufen, wir verdienen hiermit kein Geld und es ist egal. Und es ist eigentlich auch egal, ob ihr uns mögt. Nee, doch, eigentlich schon. So schlimm noch nicht, aber. Nicht so, aber ein bisschen. Nee. Eigentlich freuen wir uns, wenn ihr uns mögt. Euch, uns. Aber wir müssen zeigen, dass wir euch nicht mögen. Weil, wenn man scheiße ist, kriegt man mehr Abonnenten. Hab ich gehört. Seitdem sind wir ab heute scheiße. Genau, deswegen kommt der Kommentar, ihr seid scheiße, schon mal in die gute Richtung gegangen. Das stimmt, ihr seid scheiße. ja, so viel dazu. Sei es bald abgelaufen, nochmal ein bisschen Quatsch. Wir sehen uns in den Halbfinals. Halbfinals. Zwischen bis hoffentlich Kolumbien gegen Frankreich und Belgien gegen Costa Rica. Genau, und dann im Spiel, Endspiel will ich Costa Rica gegen Kolumbien sehen. Genau. So viel von uns. Zu unserer Hoffnung.